Hi, lang nicht gesehen. Wie ihr gemerkt habt, gab es bei mir auf dem Kanal so eine Art, ich nenne es mal Weihnachtspause. Das hat auch verschiedene Gründe. Darum geht es heute in diesem Video. Normalerweise rede ich jetzt eigentlich nicht so über private Sachen. Auf YouTube wisst ihr ja, es geht um die Games, um den Spaß an der Sache und so. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich will auch einfach nur mal vielen Dank sagen für den ganzen Support über die ganzen Jahre. Wir haben eine Menge Quatsch hier gemacht auf YouTube. Vielleicht sind einige von euch schon sehr lange dabei und das geht speziell jetzt an die raus, die auch nach dieser langen Pause jetzt hier dieses Video noch irgendwie anschauen. Und ja, wie es weitergeht und so weiter, das sind alles hier Themen. Erstmal zu meiner Weihnachtspause. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin euch dann wohl doch eine Erklärung schuldig. Es waren ein paar Sachen, die ihr vielleicht erwartet hattet auf meinem Kanal. Ne? Neues, größeres Destiny-Event, zu dem ich nichts gemacht habe und so weiter. Da haben sich vielleicht einige gefragt, was ist mit dem los? Ne? Auf Twitch war ich jetzt auch nicht mehr aktiv. Und ja, ich muss einfach sagen, mein letztes Jahr war eine emotionale Achterbahnfahrt, anders kann ich das halt echt nicht beschreiben. Die auf Twitch zugucken, wissen das vielleicht, ich habe letztes Jahr meine Doktorarbeit fertig gemacht. Da waren dann die Gefühle erstmal positiv. Ja? Also eine große Erleichterung war das auch irgendwo nach vielen Jahren Arbeit an so einer Sache. Ja? War das ziemlich cool, aber es sind halt auch jetzt nicht so ganz positive Sachen passiert. Mein Vater ist schwer krank geworden letztes Jahr. Weihnachten haben wir das erfahren und es war wirklich eine große Belastung für meine ganze Familie. Das hat mich halt so das ganze letzte Jahr so beschäftigt. Es war schon so weit, dass ich mit meiner Mutti die Patientenverfügung ausgefüllt habe und so Sachen. Also es war wirklich ziemlich schlimm. Ich kann euch jetzt aber auch sagen, na, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dass es dem jetzt verhältnismäßig gut geht. Also von du bist bald tot zu geht noch eine Weile. Und das ist natürlich toll. Ne? Das freut mich sehr. Aber das hat halt auch seine Spuren hinterlassen, sage ich mal. Ne? Wie ihr euch denken könnt. Dann war natürlich noch die Pandemie, aber das muss ich euch nicht erzählen. Damit haben wir uns alle rumgeschlagen. Aber Ende letzten Jahres ist halt auch noch eine lange Beziehung zu Ende gegangen. Und ja, das hat mich dann halt auch nochmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Und auch ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch irgendwie keinen Bock mehr gehabt, Videos zu machen und auch einfach überhaupt keinen Bock mehr gehabt, Videospiele zu spielen. Ja. Das war wirklich komisch. Also ich hatte immer, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch gehabt, ich hatte immer so ein Game, das ist bei mir Mario Galaxy und da gab es ja vor kurzem so einen Remaster auf der Switch, ne? Und das war immer so mein Game, wo ich wusste, wenn ich schlechte Laune habe, dann spiele ich das, weil das muntert mich halt immer auf und selbst das hat nicht geholfen. Es hat auch nicht geholfen, dass das letzte Game, was ich davor gespielt habe, Far Cry 6 war, was mir absolut nicht gefallen hat. Da wollte ich eigentlich noch ein Review zu machen, was auch eigentlich schon produziert ist. Das habe ich dann nie online gestellt und so weiter. Aber ja, wie gesagt, die Sache hat mich halt ziemlich mitgenommen. Man müsste euch halt vorstellen, wenn ein Mensch, mit dem man so richtig viel geteilt hat, ja, so nach 5 Jahren oder sowas war das, dann einfach nicht mehr da ist, das ist hart. Und mit allem anderen zusammen habe ich einfach ein bisschen Zeit für mich gebraucht, um mal wieder klarzukommen. Also ich habe angefangen, wieder mehr Musik zu machen, ich habe angefangen, wieder mehr Sport zu machen, ein bisschen versucht, mein Leben halt auf die Reihe zu kriegen, vor allem jetzt nach meinem Abschluss, ne, geht's ja auch irgendwo weiter und so. Und wie viel Zeit ich dann auch für YouTube und Games und gerade wo ich zu dem Zeitpunkt auch einfach überhaupt keinen Spaß daran hatte, ne, wie viel Zeit ich dann auch dafür habe oder da rein investieren will, da habe ich mir halt auch Gedanken drüber gemacht. Und ja, ich konnte einfach keine Videos machen. Ne? Da müsst ihr mir jetzt mal verzeihen. Ich habe aber jetzt für mich entschieden, dass ich zumindest ein bisschen das noch weiter probieren will. Also es wird nie so sein, dass ich irgendwie mehr Zeit habe dafür. Dafür ist halt nicht zu meinem Beruf geworden oder sowas. Ist immer noch so ein Nebending. Wie ihr wisst, ne, mein Kanal ist jetzt nicht super klein, aber eben noch nicht groß genug, um davon zu leben. So einfach ist das halt einfach nicht. Und ja, ich habe es zumindest probiert. Aber ich habe auch jetzt, nachdem ich halt eben ein bisschen mir diese Zeit genommen habe, gemerkt, ich vermisse das Interagieren mit der Community, das Streamen auf Twitch. Ich vermisse auch einfach über Games zu reden. Allerdings müssen dafür auch erstmal wieder Games kommen, die mich interessieren. Und das ist eigentlich ganz cool, weil nächste Woche kommt das neue Pokémon-Game raus, Pokémon Legenden Arceus. Das finde ich zum Beispiel wieder interessant. Und ich sag's euch jetzt auch ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, wie regelmäßig und wie viel Videos ich machen werde. Ich werde das jetzt mal ausprobieren und gucken, wie das so läuft, ob ihr das auch mögt noch und so. Und dann schaue ich einfach mal weiter. Aber
ich möchte es einfach auch nochmal probieren. Ne, mit der wenigen Zeit, die ich habe. Ich versuche das ein bisschen strukturierter zu machen. Einmal die Woche habe ich dann so einen Videoproduktionstag und so. Ich habe auch schon ein paar Ideen, ein paar Projekte. Ich habe mir, liegt irgendwo da hinten, habe mir eine Oculus Quest 2 gekauft. VR Gaming habe ich auch ein paar Reviews zu verschiedenen Spielen gemacht über die Zeit. Und ja, ich hatte einfach Bock auf das Teil, habe ich mir so um Weihnachten rum gekauft, finde ich ziemlich cool, ein paar coole Games da drauf. Da habe ich schon angefangen, ein Review zu produzieren zu dem Headset. Ich habe zur ersten Oculus Quest ja auch eins gemacht und auch zu PSVR. Das ist tatsächlich was, was mir Spaß gemacht hat in letzter Zeit. Das Einzige, ganz ehrlich, an Videogames, was mir Spaß gemacht hat, war VR. Habe ich halt auch fürs Workout benutzt, ne? Also zum Cardio-Training und das war eigentlich ganz cool. Und ja, das ist jetzt so in der Pipeline, sage ich mal. Also ich mache demnächst auf jeden Fall ein paar Videos zu VR-Games, ein Review zur Quest und eventuell dann zu Pokémon Legends Arceus, weil das halt mal wieder ein Pokémon-Spiel ist, was interessant ist. Ich meine, das ist eine Serie. Ich habe ja hier meine Gameboy-Sammlung, die auf Twitch zugucken, wissen das ja alles, was hier für ein wilder Quatsch bei mir rumsteht. Aber die Serie hat mich halt mein Leben lang begleitet, ne? Damals tolle Erinnerungen mit meiner Schwester, die ersten Pokémon-Spiele gespielt, die Sachen getauscht auf dem Schulhof, ihr kennt das ja alles, ne? Und das ist jetzt das erste Mal, dass Pokémon vielleicht mal wieder ein bisschen interessant ist, weil es halt mal was anderes macht. Also ich denke schon, dass ich da auf jeden Fall ein Review zu machen will. Bin mal gespannt, wie das so wird. Es kommt auch noch Dying Light 2 raus. Dying Light 1 war ein ziemlich cooles PlayStation 4-Game. Da freue ich mich auch drauf. Das wurde jetzt auch öfter verschoben. Also das sind so zwei Sachen, die mich interessieren. Und natürlich der Elefant im Raum, Elden Ring, ne, das neue From-Software-Game. Eigentlich meine Lieblingsgames sind die Souls-Games und Monster Hunter. Ich kann mich immer nicht entscheiden, aber diese beiden Sachen, ist klar, dass ich das spielen werde, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie sehr mich das jetzt mitnimmt. Ich hoffe, dass das wieder so den Spaß an der Sache, an meinem Hobby auch irgendwie zurückbringt und dass ich dann da auch einige Videos zu mache, einfach um auch mal zu gucken, ob mir das noch wirklich Spaß macht und ob euch das noch Spaß macht, ne? Und wie das jetzt so in meinen Alltag reinpasst. Ja, also ich muss ein paar Sachen jetzt noch regeln. Wenn ich auf Twitch wieder streamen will, brauche ich einen neuen Laptop, weil der hier raucht gerade ab. Vielleicht hört ihr das Rauschen im Hintergrund, aber die Grafikkarte ist jetzt hinüber. Den habe ich jetzt auch schon seit 5 oder 6 Jahren. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwie einen neuen Laptop mir zusammenkratzen, damit ich wieder gescheit streamen kann und das alles. Ja, jetzt läuft hoffentlich, klappt es überhaupt, dieses Video aufzunehmen und zu produzieren. Wir werden mal sehen. Also wenn ihr es seht, hat es geklappt. Ja, und wie gesagt, andere Sachen versuche ich jetzt wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen mehr Musik machen, einfach wieder so meine innere Mitte finden oder sowas. Und apropos Musik, ich habe jetzt auch mein Album tatsächlich endlich mal online gestellt, Waveyard, ne? Vielleicht haben es einige von euch mal mitbekommen, ich habe ja auf Twitch auch mal ein bisschen Live-Musik gemacht und sowas, und das ist so Retro-Wave, Synth-Wave, also so, ja, Synthesizer-Sounds, modern produziert, kennt ihr vielleicht. Das Album habe ich schon länger produziert und jetzt auch nochmal remastered sozusagen. Und ich habe auch noch ein paar, vielleicht erkennt ihr die, ein paar Tracks, die hier im Hintergrund auf YouTube immer laufen oder auf Twitch in den Intros und so, habe ich auch nochmal zu Ende produziert und noch als Bonustracks draufgepackt. Also wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, Link zu dem Album ist ohne in der Videobeschreibung, könnt ihr draufklicken. Ich glaube 7 € kostet das, aber ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Ne? Ich habe nie nach Support oder so gefragt, aber ich dachte mal, das ist halt was, wo ihr auch was zurückkriegt. Also wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, könnt ihr das zum Beispiel darüber machen. Ja, wie ihr merkt, ändert sich bei mir einiges. Ich versuche jetzt halt wieder so ein paar Konstanten zu finden, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, nochmal mich selber wiederzufinden. Es klingt natürlich ein bisschen pedantisch, aber ist halt einfach wirklich so. Das ist halt, als ob ein Teil von mir jetzt fehlt, sozusagen, nachdem diese Beziehung zu Ende gegangen ist, dass kann ich nicht beschönigen, aber wie es eben so ist, das Leben geht weiter mit allen Höhen und Tiefen. Davon hatte ich jetzt auch schon genug in den letzten Monaten. Es gehört halt dazu. Wir schauen mal, wie das so wird. Ich hoffe, ihr habt noch Bock auf Videos von mir. Ich hoffe, ihr habt Bock, mich über Videogames quatschen zu hören, auch wenn es jetzt nicht nur Destiny ist. Ich hoffe, ein paar von euch sind da noch mit dabei. Aber wenn nicht, ist auch okay. Trotzdem vielen Dank für den ganzen Support über die Jahre. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video, was dann auch wieder ein bisschen mehr Struktur hat. Versprochen. Bis dann.